Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder im Train Simulator wollte ich gerade sagen. In Train Simulator 2, und zwar ist die neue Strecke herausgekommen. Irgendwas Harlem Line oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die rausgekommen, fährt irgendwo in New York. Ich gehe jetzt mal so rein. Ich rüste direkt auf, weil das geht nicht. Dann machen wir mal die Türen auf. So, auf der Seite. So. Dann können wir schon mal einsteigen. Dann müssen wir die Bremse aufpumpen, wollte ich gerade sagen, aufladen. Habe ich mal gestern Abend schon mit dem Zug vertraut gemacht. Das DLC kam gestern raus. Also, wo ich das Video aufnehme gestern, weil wenn das Video rauskommt, wird es dann deutlich später sein. Quasi, ich nehme das einen Tag nach dem Release dieses DLCs auf, quasi. Yep. Das ist das Makrofon. Sehr geil. Und wir können auch schon langsam schließen. Dann geht die Tür hier auch zu. Krass, ne? So. Dann Schlüssel raus. So. Und kurz warten. Und dann geht die wilde Fahrt auch schon los. Wir stehen ja auch am Grand Central von New York. Ja. Oh, wir dürfen gar nicht so schnell fahren. Sehe ich gerade. Wir fahren hier aus dem Grand Central raus. Die Signale checke ich hier nicht, aber stehen da oben. Sehr schick gemacht, dieser Zug. Den gibt es ja schon in TSW. Bloß kriege ich den da nicht ans Laufen. Irgendwie kriege ich den nur hier ans Laufen. Keine Ahnung. Wir haben was doch Entscheidendes vergessen. Das war vielleicht mal ein bisschen Licht. Dann sieht man auch mal was. So. Wir haben schon 4 Meilen haben wir jetzt noch auf jeden Fall bis zur nächsten Station. Das ist die Harlem 125th Street. Auf Gleis 2. Track 2. Platform 2. Now arriving. Keine Ahnung, was wir sind. Und die Sounds von dem Zug sind auch richtig geil. Ist ein bisschen anders als die anderen. Jupp. Fahren ein bisschen schneller drüber, ist jetzt auch kein Drama. Der berechnet uns jetzt hier 8 Minuten ein. Bis zum nächsten Bahnhof. Schauen wir mal, ob das stimmt. Wie ich mich kenne, bin ich hier immer früher da. Alter, ist das eng. Mein lieber Scholli, du. Oh, wir beschleunigen hier ungewollt. Gehen wir ein bisschen runter. Wir dürfen dann gleich 60 fahren. Das ist ja MPH, das ist ja schon mal nochmal eine andere Nummer. Wir fahren ja hier safe rechts. Ja. Da mit 100 lang zu fahren, ist jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee. So, dem Kollegen mal ein bisschen. So, da ist er ja, der Kollege. Aber man sieht hier drin auch wieder nichts. Aber die Lichtkulisse ist doch ganz geil. So, Kopfhörer richten. Na komm, ich will schneller fahren jetzt. Was ist denn das? Ich beschleunige mal ein bisschen, sonst kommt der Kollege auch nicht mehr in die Buschen. Bei danach heizen wir über die Stadt. Das werdet ihr dann gleich sehen. Und das nicht zu knapp. Wir heizen durch die Stadt und das nicht zu knapp. Pieps nicht. Ah, jetzt. Go. Und jetzt zeig ich, was der Kampfzug. Schnell ist es gar nicht, wenn ich überlege. Ich bin schon mal schneller mit dem Fahrzeug gefahren. 75, glaube ich, bin ich. Ist das Maximum, was man da fahren darf. Da bin ich auch schon mal schneller gefahren. Bin ich natürlich nicht. Ist klar. So, jetzt fahren wir ewig durch den Tunnel durch. Richtig cool. So. Warum da Leistung Fehler steht, ich habe keine Ahnung.
Bei der Bremse dasselbe. Da haben die irgendwas verkackt. Naja. Jetzt geht's einfach nur geradeaus. Ansonsten gefällt mir die Strecke echt gut. Also sowohl das Fahrzeug, das es natürlich schon gab, aber halt irgendwie die Strecke, die ist halt, da sind die Stationen nicht so weit entfernt, hat Grand Central mit drin. Sehr geil gemacht, du fährst gerade gleich dann über die Stadt drüber. Kommt dann noch so eine geile Brücke, zeige ich euch alles. Ist schon echt geil und du fährst auch dann deine 40, 50 Minuten. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das würde man nicht bei jedem DLC behaupten für dieses Spiel. Ich kann natürlich trotzdem mal die New Extension Line, dieses Pack da zeigen. Da wird erstmal in Köln mit dem Repaint oder mit der Londoner U-Bahn mit dem Repaint da. Muss ich mal schauen. Nächstes Jahr, wollte ich gerade sagen. Nächste Woche, also quasi, wo ich das Video natürlich aufnehme, kommt dann die Schweiz, die S-Bahn Zentralschweiz raus. Für Trains in World. Genau. Die werde ich mir dann natürlich auch anschauen im Video. Werde das Ganze dann dementsprechend präsentieren. Aber dafür müsste ich noch rauskommen. Ich habe die nämlich schon vorbestellt, das heißt, die ist dann automatisch in meiner Liste. Ich habe das hier gar nicht gecheckt, dass ich überhaupt das Spiel schon drin habe. Ich habe das dann zufällig gesehen, dass das schon released wurde. Aber gut. So, jetzt sehen wir, fahren wir über die Stadt drüber. Da fahren sogar die Autos richtig geil. Das gefällt mir auch. Haben sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Schaut auch sehr krass aus. Ist halt typisch amerikanisch. So, jetzt dürfen wir uns halt verbremsen. Ich habe nämlich die Markierung in den TSW mittlerweile aus, dass ich halt so nach meinem eigenen Empfinden bremsen muss. Da steht halt oben drauf, aber es wird nicht mehr angezeigt. Fahren wir mal langsam ran. Hier fahren die auch mit Stromschiene und wenn man dann auf der Weiche ist, dann verliert der kurz wirklich Strom. Also so quasi, dass er für einen kurzen Zeitraum am Stromabnehmer keinen Strom kriegt oder bei der Stromschiene. Sehr geil gemacht. Der Kollege. Auch eine gute Taktung. Keine Ahnung, 10 Minuten vielleicht. Naja. Klingt auch so geil, einfach wie der Zug jetzt so langsam zum Stehen kommt. Ich fühle das einfach. Noch ein Zug, ey, was ist da denn los? Moin. Service. So. Türen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hält er hier? Scheint so, ja. Der scheint hier zu halten. So, wir haben noch ein paar Minuten, das heißt, wir schauen uns... Das geht jetzt natürlich nicht. Aber das geht, alles klar. Ui. Oh, hier kommt man auch nicht weiter. Steht der Zug jetzt da drüben? Ja. Okay. Laufen wir mal kurz ein bisschen. Zeit muss ja auch irgendwie vertrieben werden. Die Anzeige funktioniert auch wunderbar. Silver 55, oje, das ist ja noch hin. Und wir? 1228 on time. Ja, cool. Steht dann auch nochmal Croton. Wow, als ob. Hier ist sogar sind sogar die Busse. Ah ne, ich bin dumm. Das sind einfach die Bahnabfahrtszeiten einfach unten. Das ist aber cool, dass man hier so richtig sich bewegen kann ein bisschen. Auch wo auch immer hier ein Aufzug sein soll. Ich habe keine Ahnung. Scheint wirklich. Keine Ahnung.
So, langsam können wir auch wieder zurück. Als ob die keinen Aufzug haben. Vielleicht ganz hinten, also. Das weiß ich nicht, aber ich laufe jetzt auch nicht einmal komplett rum. Das ist mir dann ein bisschen zu leid. So. Nein. Bitte zurückbleiben. Please stand clear of the doors. Key nehmen wir raus. Machen hier dicht. Und warten kurz. Die 20 Sekunden. So. Notgebremst haben wir ja nicht. Das heißt, wir haben noch genug Druck drauf. Und go. Ihr hört schon, wie geil sich der Zug anhört, einfach wenn er losfährt. Also ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit eingesteckt worden. Ich weiß aber nicht mehr, wie der andere klingt. Ob das genau gleich war oder nicht. Ich bin einfach schon 100 Meilen gefahren. What? Hello and welcome to this train. To Croton. The next station will be Yankees East, 153rd Street. Ah, hier ist die Brücke. Genau hier. Das habe ich auch sehr gefühlt. Schaut schon sehr geil aus. Meiner Meinung nach. Fühlt man sich ein bisschen wie in Köln, so über die Brücke, schön da, das Wasser unten. Fehlen noch die ganzen Schlösser an der Seite. Dann werdet ihr ganz vollständig. Ich denke, ich muss bestätigen, aber ich muss hier gar nichts bestätigen. Ich habe da keine Zugsicherung an. Geschweige denn, wüsste ich überhaupt, wie sie funktioniert. So, dann bremsen wir langsam an. Oh, wir fahren hier links. Wie geil ist das denn? Ich bin in die Richtung noch nie gefahren, ich bin nur in die andere. Ist doch schon mal was. Ich sag, wir bremsen ein bisschen ab, aber gib wieder Gas. So schaut es nämlich aus. Naja, der Zug bremst ja gut. Habe ich aber auch schon verbremst mit der Kiste, also so ist dann auch wieder nicht. Aber gut. Ein Zug kann nicht mehr als sich selbst, ne? Hat der Fahrlehrer immer gesagt. So, dann rasen wir mal hier ein bisschen rein. Was heißt rasen? Hör auf zu piepsen. Wie weit dürfen wir jetzt vorfahren? Ah, da ist ein Aufzug. Vor, würde ich sagen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie lang wir sind. Aber das ist alles so provisorische Bahnhöfe, habe ich das Gefühl. Richtig billig gemacht. So. Kinai. So. Das ist aber geil, auch hier mit dem, was auch immer da oben alles fährt. Scheint alles auf dieser Welt. Alter, wie viele Brücken. Da oben ist nochmal ein Bahnhof. Ja. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Genau, ich würde sagen, an der Stelle bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben einen Einblick in die, also ich habe beziehungsweise mal, wir haben einen Einblick in die Harlem Line, heißt die, ne? Ja. In die Harlem Line gekriegt. Von New York bis zu dieser Yankee, was weiß ich, für Street. Aber sonst fährt man eigentlich geradeaus, da wo ich gesagt habe, man fuhrt halt jetzt nach links, weil das so eine Abzweigung ist. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erstmal. Ciao.